Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Wingfoil Max. Und jetzt habe ich einen Tipp, auf den ihr mal achten sollt, wenn ihr startet. Viel Spaß! Ja, also ich komme ja eigentlich vom Windsurfen. Und da ist es ja beim Start immer so, du kletterst zuallererst auf dein Brett und dann stellst du dich hin und ziehst dein Segel ran und fährst los. Ja, und beim Wingsurfen habe ich mir das dann genauso übernommen. Also ich bin beim Start zuallererst aufs Brett geklettert und habe mich dann erstmal hingestellt. Und das war bei mir auch problemlos möglich. Ich habe ja ein Riesenbrett mit 200 Litern, also richtig viel Volumen. Und da könnten wahrscheinlich auch drei Leute gleichzeitig stehen, das wäre kein Problem. Aber wenn die Bretter kleiner werden, dann ist das Stehen am Anfang echt gar nicht mehr möglich, weil alles wackelt. Und deshalb mein Tipp, knie dich zuallererst hin, bring den Wing in Position und steh dann erst auf. Also, hier zeige ich es dir nochmal. Zuallererst kletter ich aufs Brett. Und dann bin ich ja schon auf den Knien und da bleibe ich jetzt auch erstmal. Dreh den Wing um und fass an die Griffe und dann kann ich in Ruhe aufstehen. Und das ist auch mein Tipp für euch, auch wenn euer Board am Anfang noch viel Volumen hat und ihr problemlos aufstehen könnt, fangt erstmal auf den Knien an, dann habt ihr auch später nicht so die Probleme, wenn die Boards kleiner werden und weniger Auftrieb haben, dann könnt ihr auch da ganz locker starten. Ja, ihr Lieben, und jetzt interessiert mich natürlich, kennt ihr das? Habt ihr das auch am Anfang gemacht, im Stehen zu starten? Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob es euch auch so ging. Und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Wingfoil Max. Ciao. Und guck mal, das hier ist mein ganz neues E-Book mit den 10 häufigsten Fehlern, die du als Anfänger beim Wingsurfen vermeiden solltest. Du kannst dir das E-Book ganz einfach herunterladen. Den Link findest du unter dem Video.